Moin, moin und willkommen zu einem weiteren Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015. Mit mir, dem Michi, und wir sind hier auf der Westbridge Hills. Ja, ich wollte gerade ein Video aufnehmen und habe dann auf die Stopptaste gedrückt. Das ist etwas blöd, aber naja. Okay. So, wir müssen es direkt mal so ein Silo bringen dann. Das ist scheiße mit der Seitenansicht hier. Das ist irgendwie scheiße. Der Trecker ist geil, aber die Seitenansicht beim Einsteigen ist scheiße. Also, lieber Modder, bitte das nächste Mal ohne dieser beknackten Ansicht. Die braucht niemand und die ist auch nicht erwünscht. Zumindest bei mir nicht. Aber ja, geht hier immerhin 50. Da, da ist auch noch Weizen. Ja, da hinten steht eine Waschanlage, kann man runterladen auf dem Modus da. Ist richtig geil, ist... Es ist kein Fun-Mod, aber... Er bewirkt was. Fahrzeuge reinfahren und dann werden die gewaschen. Das werden wir dann mit dem Mähdrescher machen. Jetzt werden wir nicht fertig, aber im Verlauf der weiteren Folgen dann. Werden wir das mal machen. So, wenn ihr wollt, Samstag wieder LPT, ne? Uhr. Könnt ihr auf den Server kommen. Werden wir dann noch aufnehmen. Werden wir dann aufnehmen. Ab 18:30 bis 18:45 und den Rest werden wir dann so spielen. Verfasse ich euch noch mal unten in die Videobeschreibung. Könnt ihr nochmal nachlesen dann. So. Entschuldigung, ich habe etwas Husten, aber es ist, es ist im Besserungsstadium. Go, Drescher, go! Der Drescher fliegt ja einen Streifen nach dem anderen um. So. Das, was ihr da leider in im Hintergrund hört, sind die Geißelste. Wer kennt diese Scheiße nicht? Robert! Ich hab vergessen, die Glotze leiser zu drehen. Ignoriert's einfach. So, der Drescher ist auch voll. Also, allen bitte, Modder, bringt eine V2 raus. Und diese scheiß Seitenansicht behoben ist. Das braucht keiner. Es fängt bei mir Hirn an zu lecken, wenn ich sehe, dass so ein Scheiß hier drin ist. Aber man soll ja die Modder nicht schlecht anreden. Hast du gut gemacht. Jetzt bist du nicht auch noch einer, der dann aufhört. Ja, viele Modder beenden ja ihre Arbeitskarriere. Die wollen nicht mehr und ja. So, bist du mal voll.
Beste, 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 beste. Das ist voll. Das dauert und dauert und dauert. Ich habe ja mittlerweile 8 Abonnenten. Ich habe gesagt, bei 10 Abonnenten spiele ich was Neues. Am besten Slender oder sowas. Also abonniert weiter, dann könnt ihr sehen. Naja, wobei ich überlege schon, ob ich nicht doch was anderes spiele, sondern bei Slender. Bin ich eigentlich schon gar nicht mehr so im Arsch. Ich könnte SCP-87 spielen, dafür bin ich nämlich wie gemacht. Krass, wir haben schon fast die Hälfte. Wir haben schon fast die Hälfte geerntet jetzt. Das Gefühl, der Patch hat die Metro schon noch etwas verändert, was? Dass wir jetzt nicht so abrupt ansetzen, sondern dass wir erstmal. Zum Pflegefall machen. Die schikaniert mich doch dauernd mit Absicht. Dann habe ich mit dem Training begonnen. Das heißt, die Füße immer nach oben drücken. Wenn du nicht jeden zu Tode nerven würdest, dann hätte der da hier nicht erst reingebürgt. Richter Alexander Holt. Gleich in Sat 1. So, hier, der Mähdrescher. Das ist der von New Holland. Der ist richtig geil. Der hat einiges. Jetzt sparen Ariel XXXL mit 80 Wäschen. Diese Woche im Angebot beim Edeka. Stimmt es, dass Sie den Lieferwagen von Herrn Lücker zerkratzt haben mit dem Schlüssel? Ja, okay, selbst wenn es so war. Ich meine, das war nicht in Ordnung, das weiß ich auch. Aber in dem Moment, es ging gar nicht anders. Ich hatte diesen Schlüssel in der Hand, ja, ich stand an dem Lieferwagen. Das ging fast von alleine. Der Schlüssel das war jetzt ein Lisa. Zum Auto. Weil so ein Schlüssel weiß nicht, ob er in Ordnung ist, wer korrekt ist und wer nicht. Und noch einer. Sorry, dass das Bild verwackelt, aber. Ich filme mit dem Handy. Ganz nüchtern mache ich auch nicht. Da geht's nicht so einfach. Eben im Flur, diese Flyer-Aktion, Freundchen, die war auch nicht ganz ohne. Das schätze ich nämlich auch nicht, Herr Schnitzler. Unseren Gerichtsflur dazu missbraucht haben und die anderen haben sie ja noch hier rumliegen, um Werbung, und zwar Negativwerbung für den blauen Hund zu machen. Wie kommt man auf so eine Idee? Ja, also für Hanna tue ich das natürlich. Also schämen tue ich mich dafür erstmal schon mal gar nicht. Weil ja. Für Hanna ist mir nicht so schade. Ja, und in dem Moment, wo er mich drauf fiel, ist der Shooter voll. Dass ich ihm im Prinzip damit ja auch Schaden zufüge. Na, ihr wisst ja, bei 80 fährt er das Rohr raus. Also nicht der Trag ist gedüngt, das heißt, der ist quasi jede zweite, dritte Reihe voll. Ja, na klar, aber glaubst du eigentlich, was ich für Agitation schiebe, was dein lieber Herr Bruder dir alles angetan hat? Ich meine, nur wegen ihm sitzt du heute hier. Und mit dem Zerkratzen von seinem Lieferwagen und mit der Aktion, mit den Flyern, da wollte ich ihm halt mal richtig einen reinwürgen. Verdient hat er. Genau, damit so kann man ja mal anfangen. Jetzt frage ich mich nur, vielleicht hatten sie diese Aggression, vielleicht haben die auch noch zu weiteren Sachen geführt, vielleicht haben die Infos dazu geführt, dass sie bei dieser Aktion, über die wir jetzt reden, das Kopfbild von meinem Case ist damit auch wieder voll. Ich werde jetzt gleich wieder hinter zuckern. Schon mal gar
Quartier. Und an dem Abend war ich natürlich am Blauen Hund, aber mit Hanna zusammen. Und danach sind wir auch wieder direkt gegangen. Haben Sie meine Mandantin der beiden auch nur für einen Augenblick mal außer Augen gelassen? Nein, wir waren die ganze Zeit zusammen, das kann ich Ihnen garantieren. Deswegen, das wäre rein technisch überhaupt gar nicht möglich gewesen, dass die Hanna da in die Küche gegangen wäre. Hätte ich ja mitkriegen müssen. Hatten Sie an dem Abend schon was getrunken, Herr Fritz? Ein paar Bierchen, klar hatte ich was getrunken. Aber immer wenn wir zum Blauen Hund gegangen sind, wir haben da immer was zu essen bekommen, habe ich mich nicht total besoffen. Ich meine, da wäre ich ja schön blöd gewesen. Es ist wirklich immer lecker gewesen, was wir da gekriegt haben. Und das wollte ich mir nicht mit zu viel Alkohol kaputt machen. Deswegen so, Abfahrt zum Silo. Ich fahre hier wie unter aller Sau, juckt mich nicht. Fahren wir mal realistisch, fahren wir auf der Straße. Da ist die Waschanlage nochmal vom Lehrerin. Muss ich euch schnell zeigen. Muss ich euch nochmal schnell zeigen. Sehr empfehlenswert. Ja. Die Texturen, Hammer, die Stochen scharf. Die Details, wow. Was? Ist es schwierig, an sie ranzukommen, und ich habe ziemlich lange gebraucht, bis sie mal kapiert hat, dass ich es nur gut. Okay, für alle, die das lesen wollen, ihr könnt es dann pausieren. Ist richtig behindert, was da drauf steht, aber. Na, also wer auf der Waldorfschule ist, sollte sich das jetzt nicht unbedingt durchlesen, weil sonst ist er nämlich beleidigt, aber. Ach, war das auf YouTube überhaupt? Es ist jetzt gerade nicht. Ja. Scheiß drauf. Wir fahren jetzt weiter hier. Wir wollen ja Geld verdienen und nicht hier arme Waldorfschüler beleidigen. Das Schild muss ich noch umplatzieren. Und einmal war ich sogar ganz alleine da, das war, weil die anderen nicht mit wollte. Da war schon lief schon diese ganze Geschichte mit der Anklage und so weiter. Da so. Hatte keinen Bock, da runterzugehen. Was sind jetzt mit Silos? Ja, okay. Meinen Sie dieses komische Ding hier? Hoffentlich haben wir einiges drin. Ja, okay. Aber kein Wort. Sonst lohnt sich's ja gar nicht, wenn wir hier nichts haben. Ihr müsst mir mal in die Kommentare schreiben, das wollte ich auch wissen. Kann man meine Videos anschauen oder eher nicht? Aber manche haben schon gemeint, das ist ziemlicher Müll. Gerade meine Abonnenten, kann man diese Videos sehen oder kann man sie nicht sehen? Oh, hier lacht es ein bisschen. Kann man die sehen oder kann man die sich nicht wirklich anschauen? Also, rein qualitätsmäßig. Von der Täterin hier abzulegen, um von ihr abzulegen, weil sie ihr helfen möchte, oder könnte da möglicherweise zu viel Alkohol im Spiel so sein, mit dem Gedanken. Ja, ich würde sagen, für heute ist es eigentlich auch schon wieder vorbei, ne? Aber wie soll denn der Zeuge Schnitzler von der Tätowierung von Frau Lückert wissen, wenn er sie nicht gesehen hat und sich die Szene genau so abgespielt hat, wie sie heute hier ganz genau korrekt. Für heute ist es rum. Ja. Frau Lückert, bei Ihnen, wie sieht es da aus, Paragraph 55, man kann natürlich bei Ihnen... Und ich wünsche euch was. Haben Sie so eine Tätowierung? Look up, wir sehen uns. Ciao.